Als 50-50 Grind bezeichnet man das Grinden mit beiden Achsen auf einer Ledge oder einem Rail. Die Ausführung eines 50-50s gibt es sowohl Frontside als auch Backside, je nachdem, ob sich das zu grindende Obstacle vor oder hinter einem befindet. Am einfachsten ist daher der Frontside 50-50, da du das Obstacle vor dir hast. Unabhängig davon, welchen 50-50 du machst, fahre parallel zum Curb an und positioniere deine Füße in einer gewohnten Ollie-Position und springe ab. Dann zielst du mit beiden Achsen auf die Kante des Curbs. Hierbei wirst du feststellen, dass Backside 50-50s ein bisschen mehr Übung verlangen, da sich das Curb hinter dir befindet und deshalb nicht ganz so einfach zu treffen ist. Wichtig ist hier nicht nur gut zu zielen, sondern auch relativ leichtfüßig aufzusetzen, damit nicht zu viel Druck entsteht und du stecken bleibst. Dein vorderer Fuß sollte dabei über der Vorderachse stehen und der hintere Fuß auf dem Tail. Am Ende der Curb angekommen, verlagert man das Gewicht leicht auf die Hinterachse, um sicher aus dem Grind zu kommen. Ungefähr so, als würdest du eine Bordsteinkante herunterfahren. Natürlich kannst du auch einen kleinen Ollie aus dem Grind machen.